Endlich beginnt sie, die Next Gen. Ja, ich weiß, die neuen Konsolen erscheinen erst Ende des Jahres, aber ab sofort gibt es Monat für Monat neue Live-Shows zu eben den neuen Spielen und der neuen Hardware. Anfangen wird Microsoft damit und deswegen soll es heute auch in diesem Video um exakt die Xbox Series X oder Xbox Series X gehen. Bevor wir mit dem Video aber anfangen, eine Sache in eigener Sache, denn heute um 16.45 Uhr startet unsere erste große Live-Show zur neuen Xbox Series X. Microsoft wird nämlich heute den ersten Livestream zur neuen Konsole präsentieren und uns dort weitere Infos zu eben dieser zeigen und auch erstes Gameplay zu Next-Gen-Titeln präsentieren. Einer der Titel soll dabei Assassin's Creed Valhalla sein. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid dabei. Heute um 16.45 Uhr hier auf Gaming Clerks. Den Link zum Livestream findet ihr in der Videobeschreibung, in der Endcard, in der Infocard und natürlich auch als angepinnten Kommentar. Und jetzt ab geht's mit dem Video. Wenn man sich mal die Konkurrenz, also die PlayStation 5 anschaut, dann muss man mal sagen, hossa die Waldfee, gibt Microsoft hier ein Tempo vor. Denn wie sie vor wenigen Tagen bekannt gegeben haben, wird die heutige Live-Show nicht die einzige bleiben. Bis zum Release der neuen Xbox Series X wird es monatlich eine große Live-Show geben, die jeweils mindestens knapp eine Stunde lang sein soll. Heute, also in diesem Livestream, soll es vor allem etwas um die Konsole und etwas um die Games gehen, aber ab dann soll jeder Livestream ein einzelnes Thema haben. Der Livestream im Juli zum Beispiel wird sich explizit um die Microsoft Game Studios Spiele handeln. Das bedeutet um Halo, um Forza, um was auch immer Rare vielleicht noch parat hat. Das heißt also, Microsoft ballert jetzt richtig raus bis zum Ende des Jahres, wenn die Konsole dann auch erscheint. Sony dagegen müsste vielleicht mal anfangen. Denn das Tempo, wie gesagt, was Microsoft hier vorgibt, ist, ich sag's mal so, ich nehme Microsoft sehr ab, dass die Konsole fertig ist und dass die Software zumindest so weit fertiggestellt ist, dass man trotz Corona feste Release-Daten einplanen kann. Und ich behaupte, Sony ist noch nicht so weit. Ja, ich bin zwar der Überzeugung, dass Sony auch eine andere Strategie fährt, nämlich dass sie generell mit dem ganzen Reveal erst am Juni bzw. im Juni damit anfangen werden und das über einige Monate ziehen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass sie so viel Munition schon parat haben, dass sie Monat für Monat rausballern können. Hier muss man aber auch sagen, hat Microsoft einfach die etwas aggressivere Strategie gefahren und das dürfte auch, naja, aufgrund der Xbox One so sein, denn die lief mit der Xbox One S und vor allem der One X zwar gut, aber der Start war eine Katastrophe. Und ich denke, Microsoft hat sich hier die Zeit genommen, um einfach sich neu zu positionieren, eine neue Taktik sich zu überlegen und mit richtig Dampf zurückzuschlagen. Und wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, dann war das eigentlich immer so. Die Konsole bzw. der Konsolenhersteller, der in der vorherigen Generation verkackt hat, hat in der danach folgenden Generation meistens richtig hart abgeliefert. Vor allem Nintendo ist hier ein Musterbeispiel. Und Microsoft wird das wohl nicht anders machen. Zur Xbox Series X ist bereits viel bekannt und ich bin gespannt, welche Neuerungen wir heute noch bekommen werden. Denn wir wissen eigentlich, was, naja, sie für Power hat. Wir wissen auch, was sie generell an sonstigen Features unter der Haube hat, denn da gibt es jetzt wenig, was man uns noch nicht verraten hat, außer natürlich, es gibt noch eine große Überraschung. Ich vermute allerdings, dass Microsoft heute eher auf das System und die Besonderheiten des Systems eingehen wird und uns vielleicht auch noch erklären wird, wie exakt dieser Memory-Slot auf der Rückseite der Xbox Series X funktionieren soll oder was die Karten kosten sollen. Denn wie er funktioniert, ist mir relativ klar. Steckst du eine M2 rein, hast du mehr Speicher. Aber was kostet der? Denn diese kleinen M2-Speicherkarten bzw. NVMe Karten sind halt echt teuer. Übrigens, ja, genau die werden das werden, denn Microsoft benutzt diese schon in den neuen Surface-Geräten. Also warum sollten sie bei der Xbox jetzt eine ganz neue Technik erfinden und so weiter? Und auch bei den Spielen wissen wir ehrlich gesagt nicht viel. Ja, heute kommt Assassin's Creed Valhalla mit einer Gameplay-Premiere und da freue ich mich riesig drauf. Aber was bekommen wir noch? Und vor allem, woran arbeiten die anderen Microsoft Game Studios? Wie gesagt, das werden wir heute nicht rausfinden. Allerdings erhoffe ich mir dann doch zumindest erstes Gameplay zu Hellblade 2. Nochmal etwas zu Halo, vielleicht auch erstes Gameplay. Und
Ehrlich gesagt erhoffe ich mir vor allem sehr viel Third-Party-Support und darum soll es heute auch gehen. Also es soll darum gehen, welche Third-Party-Spiele erscheinen auf der neuen Xbox. Und hier wird es auch interessant für PlayStation und PC-Spieler, denn das sind Spiele, die werden im Worst oder Best Case, je nachdem aus welcher Position man das jetzt sieht, nur zeitexklusiv für die Xbox Series X sein. Ich vermute zum Beispiel, dass wir heute etwas zu Cyberpunk sehen werden, denn das Spiel wird ja auch definitiv auf den neuen Konsolen erscheinen. Das hat CD Projekt Red schon bekannt gegeben. Die Quizfrage ist allerdings eher, was ist eure Hoffnung? Was glaubt ihr? Was wird Microsoft heute zeigen? Was werden sie in die Zukunft zeigen? Haut das gerne mal rein in den Kommentarbereich. Was man aber auf jeden Fall festhalten sollte ist, Microsoft hat eine Strategie, Microsoft hat eine Strategie, die ausgearbeitet ist und Microsoft hat eine Strategie, die sie ab heute abfeuern werden. Und ganz ehrlich, ich freue mich riesig drauf. Und da geht es mir auch gar nicht darum, ob ihr die Xbox oder Microsoft mögt oder hasst oder was auch immer. Ich freue mich einfach auf die Next Gen. Ich freue mich auf das Feuerwerk, ich freue mich auf neue Games, ich freue mich auf neue Spielerfahrungen und ich freue mich einfach mit euch zusammen, all das zu erleben, über all das zu diskutieren, hin und wieder auch zu streiten und einfach eine wunderschöne Zeit zu haben. Ich liebe Next-Gen-Phasen und ich hoffe, ihr auch. Und deswegen hoffe ich, ihr seid heute um 16.45 Uhr dabei.